bin bereit für den Fang dieses mysteriösen Pokémons. Aber es steht ja erstmal nur, dass ich es besiegen muss. Aber kann ich es auch fangen? Direkt in demselben. Ich habe jetzt mal Bisaflor mit reingenommen, um das Pokémon eben ja, zum Schlafen zu bringen, um damit vielleicht leichter zu fangen mit einem Traumball. Bin gespannt, ob es funktioniert. Momo. Möchtest du gegen das rätselhafte Pokémon kämpfen? Yes. Infamo. Mo. Bisaflor. So. Okay, tatsächlich kann ich es, glaube ich, gar nicht. Ich kann es in dem Fall, glaube ich, jetzt... Geil! Fett? Also das ist aber ein modifizierter Soundtrack, oder? Nehmen wir... Blattgeisel. Infamomo. Zieht nicht so viel ab. Ich habe auch keine Ahnung, welchen Typ das ist. Wahrscheinlich. Die Attacke zeigt Wirkung. Das heißt, wir können es auch besiegen. Los, streng dich an. Okay, wenn wir es besiegen können. Dann kann ich jetzt ja auch komplett ausrasten, richtig? Sonnenlicht wird stärker. Kollisionskurs. Keine Wirkung. Von welchem Typ ist es denn dann? Oh, das sind die Giftketten. Auch von den Gefährten. Ja. Giftkettung. Oh. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, Gun for Gita. Mit Wirbladern. Sehr effektiv. Buchball. Okay. Das ist mega fies. Ich habe wirklich vermutet, dass ich es jetzt auch direkt fangen kann, aber... Nicht schon wieder Spukball. Ich hasse dich! Das gibt's doch gar nicht. Okay. Komm, Nudler. Fußball. Das war's für Gran Fogita. Ah! Ich hätte es nicht gedacht. Kann man es irgendwie erstmal zum Schlafen bringen? Aber wir haben noch Knirscher. Was haben wir? Wasser. Giftkettung. Was? Wie krass ist dieses Pokémon, bitte? Es war voll der Fehler. Es war wirklich ein Fehler. Ich hole jetzt gerade Vogita wieder zurück. Was?
Das ist echt verdammt krass. Skelocor könnte mir jetzt hier mega helfen, aber würde halt auch mega einstecken. Und man sieht halt auch nichts. Boah, krass, was ist hier los? Leute! Mein ganzes Team ist gleich hops. Das kann ja nicht sein. Komm jetzt. Oh, so langsam kann ich nicht mehr. Beeil dich, Bela. Du machst doch überhaupt nichts. Ich muss noch einen Top-Beleber einsetzen. Ich muss mein Koraidon wiederholen. Ich muss irgendwas machen. Kann dieses Pokémon noch was anderes, außer so Sachen? Okay. Komm jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist. Top-Genesung auf Gran Folgita und danach vielleicht Terra kristallisieren. Die einzige Möglichkeit, vielleicht das Ganze irgendwie zu stoppen. Krass. Gib ihm! Komm, hau drauf! Okay. Letzter Ausweg. Bisaflor, Schlafbruder drauf und dann war's das. Ich hoffe nur, Bisaflor schafft das jetzt auch. What? Quatsch nicht. Das ist nicht möglich. Oh, Toxin. Sehr gut. Sehr gut, das verschafft mir ein bisschen Zeit. Giftpuppenspiel von Infamomo wirkt. Okay. Komm. Komm schon, Koraidon. Du machst das. Sehr gut. Oh. Ränkeschmied. Spezialangriff steigt. Kleine Teil bereitet sich vor, mich fertig zu machen. Ist nicht mehr verwirrt. Yeah! Sauber. Infamomo wurde besiegt. Es wird langsamer. Das ist die Chance. Los, wirf einen Ball, um es zu fangen. Fangen. Oh, wir können auswählen. Für dich nehmen wir einen Traumball. Passt ja mal mega.
Richtig geil. Infamomo wurde gefangen, Leute. Es hat mir fast mein ganzes Team kaputt gemacht. Für Infamomo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es gibt andere giftige Mochi zu essen, die Kräfte und Begierde wecken. Kettet sie so an sich und kontrolliert sie. Okay. Giftgeist. Interessant. Ein neues Pokémon wurde hinzugefügt. Hast du es geschafft? Was ist mit den anderen? Oh, sind alle wieder normal. Gott sei Dank. Was macht ihr denn alle hier? Warum bin ich auf dem Gefährtenplatz? Die sind alle wieder normal. Bela, yo! Ich erinnere mich an nichts, seitdem wir bei dem Laden waren. Was ist passiert? Also, erst habt ihr und dann ist... Das und das passiert. Echt jetzt? Also das Momo wurde also von einem Pokémon verursacht? Siehst du? Es war kein Fluch. Das rundliche Ding hat hinter all dem gesteckt, genau wie ich vermutet hatte. Hast du das? Egal, Bela hat die Sache geregelt und das Pokémon gefangen, wie immer. Stimmt. Moment. Was ist mit Nimila? Ja, gute Frage. Nimila? Momo wäre auch gut gegangen. Momo, komm. Sie verarscht uns jetzt. Oh, ist sie immer noch verflucht? Hey Leute, was ist los? Habt ihr die Fernbedienung gefunden? Das ist das Einzige, an das du dich erinnerst? Hast du etwa die ganze Zeit nur geschlafwandelt? Guten Morgen. Ach ja, ich habe im Traum gegen Bela gekämpft. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Oh wow, Nimila ist echt einzigartig. Ja, das ist Nimila. Wie sie leibt und lebt. Jo, und Bela, Hana, Upi, Omi. Was ist das denn für eine Versammlung? Los, raus mit der Sprache. Moment, seltsam. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich dich ewig nicht gesehen. Und alle haben wieder zusammengefunden. Schön. Ein paar Tage später. Ah, kehre nach Paldea zurück. Es ist wieder Zeit abzureisen, tatsächlich. Ich bin Stadler. Haben wir auch nichts vergessen? Durchaus. Heute Abend geht's also zurück nach Paldea. Zwischendurch wurde es zwar etwas abenteuerlich, aber Spaß hatte ich trotzdem. Cosima? Ich habe immer noch üblen Muskelkater in den Armen und Beinen. Na gut, dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Wir haben hier in Kitakami, glaube ich, jetzt nichts mehr zu tun. Wir haben das Rätsel gelöst, das mysteriöse Pokémon gefangen. Das heißt, wir können aufbrechen. Hey, ihr! Geht ihr wirklich schon zurück? Ihr könntet doch noch etwas länger bleiben. Wir kommen wieder. Ganz bestimmt. Okay. Wehe, wenn nicht. Bela, Peppa, Cosima, Nimila. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben zu danken, dass du uns rumgeführt hast. Das Essen war auch mega lecker.
Das Fest hat riesen Spaß gemacht. Und eine Evoli-Maske habe ich auch bekommen. Das passt. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich wünschte, ich hätte mehr gegen euch beide kämpfen können. Ist das dein Ernst? Jo und ich sind beide mehr als 10-mal gegen dich angetreten. Das ist die Geburtsstunde der Selbsthilfegruppe für Nemilas Opfer. Es war echt toll, dass ihr alle zu Besuch gekommen seid. Übrigens, ich habe lange mit mir gerungen. Aber ich habe mich entschieden, es nochmal an der Blaubeerakademie zu versuchen. Du schaffst das, Jo. Du schaffst das. Wenn nicht du, wer dann? Ja, danke, Bela. Das ist dann wohl das Ende meiner Ferien. Ich werde auch langsam mal zur Akademie zurückkehren. Hana, danke. Wisst ihr was? Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Jo und Hana. Jo, tut mir leid, dass ich anfangs so fies zu dir war. Hm? Warst du das? Ist mir gar nicht aufgefallen. Kein Problem, ich verzeih dir. Okay. Hana ist schon ein bisschen... Ich weiß, ich entschuldige mich für sie. Hä? Was redest du da? Zeig gefälligst ein bisschen mehr Respekt. Hana wieder im Mittelpunkt. Der Schatz von Zone 0, die Bonus-Episode, die Momomanie, abgeschlossen. Und der nächste Flieger geht nach Paldea zurück. Du kannst jetzt mehr Leute in den AG-Raum einladen. Ist das tatsächlich so? Heißt ja also in der letzten, also mit der Episode, wer mag das wohl sein? Welche der drei offenen Personen könnten das sein? Hm? Könntet ihr es herausfinden? Quatsch, wir gehen einmal hier rüber in die Akademie. Ein letztes Mal. Gucken gerade mal. Es wird Hana sein. Es wird Jo sein. Und es wird Nemila sein. Ich bin mir sicher. Aber Pepper? Oder Pepper, Cosima und Nemila. Kann auch sein. Dass wir letzten Endes unsere Freunde auch hierher noch einladen. Oh, Zimmer von Jo. Das ist aber auch neu, oder? Seit wann konnte man denn da rein? Das ist jetzt interessant. Hier konnte man vorher definitiv nicht rein. Krass. Leute, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Hinweise, oder? Die Maske. Okay, interessant. Verschiedene Pokebälle liegen dort, Tränke. Verschiedene Poster, Deckseinträge und ordentlich viel zu essen. Mit Lehrmaterialien über Kämpfe. Das sind ausführliche Notizen über die Stärken und Schwächen von Pokémon. Aus alten Schriftzeichen verziert, okay. Schriftzeichen sagen mir jetzt so gerade nichts. Können wir mit irgendwas noch interagieren? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ab zur Liga AG. Da will ich auf jeden Fall jetzt mal noch reingucken. Das interessiert mich ja jetzt schon. So, einen Mentor einladen. Und wer ist es? Ah, natürlich. Es ist Nemila, Pepper und Cosima. Ja, das ist doch mal cool, oder? Das nehme ich aber jetzt noch mit.
Pokémon Boxen. So, ich räume jetzt hier gerade mal noch eben auf. Und dann gehen wir noch in den finalen Kampf und werden gegen diese Trainer kämpfen, beziehungsweise gegen die Mila auf jeden Fall. Pepper und Cosima würde ich jetzt mal noch stehen lassen. Ich weiß gerade gar nicht, wen hatte ich denn ursprünglich immer dabei? Level 88 war Infamomo übrigens. So, Baojian, Panzereron kommt wieder raus. Dafür hatte ich wen drin? Silvaro. So, Koraidon. Jawohl. Zack. Nee, Sekunde. War schon richtig so. Ich habe irgendwie immer voll die Macke. Ich mache das immer so nach Größe von dem Icon des Pokémon. Aber das geben wir uns doch jetzt noch, oder? Einen Mentor einladen. Boah, und ich habe genau noch 205 BP, Leute. Krass. Okay. Quatsch. Wir werden gegen Nemila kämpfen. So. Nemila einladen. Jetzt würde ich aber gerne noch wissen, was dann noch passiert, ne? Das wäre echt noch interessant zu wissen. Vielleicht müssen wir nicht kämpfen. Tada, da bin ich auch schon. Also, ist das die Blaubeerakademie? Wahnsinn. Dem ist so, ja. Sehr schön. Nemila. Die Blaubeerakademie ist ganz anders als unsere in Paldea, findest du nicht auch? Ich habe gerade eben kurz einen Blick in die Terra-Kuppel geworfen. Unfassbar, dass sich sowas mitten im Meer befindet. Der Lehrplan hier scheint voll und ganz auf Pokémon-Kämpfer ausgerichtet zu sein. Das heißt, ich kann so richtig mich austoben, oder? Ja, dann auch rein. Darauf kannst du wetten. Wenn ich hier fertig bin, werde ich einen Kampf nach dem nächsten bestreiten. Ich freue mich wirklich, dass du mich eingeladen hast, Bela. Ja, ich mich auch. Oder was meint ihr? Alle drei Kämpfe vielleicht noch? Je nachdem, welche Belohnung es gibt, würde ich das definitiv auf jeden Fall noch machen. Es wird mega. Es wird definitiv mega. Und doch, das machen wir noch. Dann haben wir die Bonus-Episode wenigstens komplett und die Blaubeerakademie wirklich mit allen Mentoren, mit allen goldenen Kreisen und den Kampf, den gönne ich mir noch. Definitiv gegen Nemila, Pepper und Cosima.